Letošnji poletni prestopni rok je zelo pester in na nek način tudi poseben, kajti imamo premiero. Prvi nemški nogometaš, ki je prišel iz Bundeslige, bo zaigral v NK Mariboru vsaj za enkrat z enoletno posojo. Robert Voloder je 20-letni branilec, ki ni dobival bundesligaških minut, zato se je odločil, da se preseli v eno izmed drugih prvih lig in tako nabira izkušnje v članskem nogometu. Warum Maribor? Also erstmal war ja es so gewesen, dass ich in Köln keine Bundesliga-Spielzeit bekommen habe und wollte mich jetzt in einer anderen ersten Liga beweisen. Und hier, ich kenne den Club, also ich bin ja auch in der Nähe in Zagreb. Man kennt das, hier ist viel Tradition. Und als das Angebot gekommen ist, habe ich eigentlich gar nicht lang drüber nachdenken müssen und habe dann sofort gesagt, das ist eine gute Idee. Ja, also von mir spielerisch kann man erwarten, ich bin ein ruhiger Typ, also außerhalb des Platzes bin ich ein ruhiger Typ. Ich versuche aber natürlich auf dem Platz jeden Schimmer zu verteidigen. Ich bin super im Spielaufbau, also ich versuche, das passt genau in mein Schema hier rein. Deswegen habe ich auch diesen Verein gewählt, weil viel Fußball gespielt wird, viel hinten raus, das gefällt mir. Das ist wirklich das, was ich gesucht habe. Und wie gesagt, ich versuche jetzt die ganzen taktischen Dinge auch umzusetzen, die mir beigebracht werden. Und dann werden wir sehen. V nekaj dnevih v Mariboru je prvi vtis, ki ga je dobil, zelo dober in komaj čaka, da začne trenirati skupaj in igrati skupaj s igralci. Also meine ersten Impressionen sind sehr gut, die Stadt gefällt mir echt, also super Leute, hier auch im Team, jeder hat mich super aufgenommen, gestern habe ich auch die Jungs kennengelernt. Echt, also ich habe ein super Gefühl, ich freue mich, jetzt habe ich zwei individuelle Tage und warte, bis ich am Mittwoch dann mit den Jungs zusammen auf dem Trainingsplatz stehen kann. Pri tem pa sam verjame, glede na to, da govori tako hrvaško kot nemško, pa tudi angliško, da s komunikacijo, tako so igralci kot s trenerskim timom, ne bo nobenih težav. Jetzt in den zwei Tagen habe ich, ich glaube, fast jeden kennengelernt oder auf jeden Fall sehr viele und wir haben uns geeinigt, dass es größtenteils wahrscheinlich kroatisch, aber auch ein bisschen deutsch sein wird. Wenn keiner was versteht, dann ist ja immer noch das Englische. Das kann ich auch. Also ich glaube, von der Sprache her wird das kein Problem sein. Sowohl Englisch, Kroatisch oder auch Deutsch. Irgendwie wird es funktionieren. Kot mlad nogometaš se je nogometaš, ki ima korenine iz Bosne, dokazoval najprej v Frankfurtu, nazadnje pa v Kölnu. V tem času je najprej pri mlajših selekcijah igral za reprezentance Bosne in Hercegovine. U19 in U20 pa je član nemške mlade reprezentance, kjer je igral tudi z nekaterimi znanimi nemškimi, zdaj že uveljavljenimi nogometaši. Und es war echt gut, so den internationalen Bereich mit sowohl als mit Bosnien als auch mit Deutschland, da habe ich viel Erfahrung sammeln können. Ist was ganz, also ist auf jeden Fall was anderes als im Verein, da ist auch eine andere, sag mal, Euphorie. Und ja, also ich habe da viel mitnehmen können und versuche das auch umzusetzen. Potem, ko si je za novo sezono Blaž Vrhovec na mesto petice izbral štirico, je Robert Voloder torej izbral številko 5 na dresu. Sam pa si želi, da bi v tem enem letu posoje individualno napredoval in pomagal ekipi k ekipnim ciljem. Tudi osvajanje trofej, jasno. Ich würde mich freuen, beziehungsweise ich werde jetzt erstmal hier das Jahr Gas geben. Das ist erstmal Priorität, dass ich dieses Jahr dem Team weiterhelfe. Und wenn es mir hier gefällt, was bis jetzt sehr gut aussieht, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, noch ein weiteres Jahr dran zu hängen. Herzlich willkommen, Robert, im Ljudski vrt. Wir wünschen viele erfolgreiche Spiele und natürlich viele Siege.